Moin Moin und hallo, Babo hat mir wieder was geschickt und zwar heute sowas richtig, richtig Leckeres von Feinkost, Kanalski. Ich geh kaputt, ist das geil. Denn hier kommt Mäusegulasch aus der Dose. Wer wollte es noch nie probieren, wie die Mäuschen denn so schmecken, die wir doch manchmal so immer beobachten können. Mäusegulasch aus der Dose. 100% Natural Maus High Quality. Aus artgerechter Kölner Kanalisationshaltung. Und eine Füllmenge von 200 Gramm ist pro Dose für uns dabei. Wundervoll. Wir zaubern uns schnell und einfach ein schmackhaftes Gericht mit dem ausgemachten Mäusegulasch nach altem Familienrezept. Ob mit Freunden, der Familie oder allein. Der Mäusegulasch kann's. Es ist echt geil. Kann zu jedem Anlass aufgetischt werden und wird uns und unseren Gästen kulinarische Begeisterung ins Gesicht ballern. Es gibt sogar einen Serviervorschlag. Das hausgemachte Mäusegulasch lässt sich perfekt mit Kartoffeln, Nudeln oder auch Reis servieren. Dazu empfiehlt der Hersteller wahlweise etwas Rotkohl, Sauerkraut oder Preiselbeeren. Lecker! Wir sollten es vor Wärme, Licht und Feuchtigkeit schützen, kühl und trocken lagern. Denn das sollte ja nicht kaputt gehen, oder? Das leckere Mäusegulasch. Man nennt es auch Rattengulasch aus der Dose. Denn das Mäuse- oder Rattengulasch aus der Dose kommt richtig nice bei jedem an. Hergestellt in Deutschlands Kanalisationen. Ist eine perfekte Leckerei für jeden Anlass. Und die Verpackung wirkt täuschend echt. Hä? Warum täuschend echt? Ich denke mal, da ist doch wirklich Mäuse- oder Rattengulasch drin, oder nicht? Okay, es ist, glaube ich, ein Spaßgeschenk. Und da drinnen befindet sich Mäuse. Bestimmt. Wir schauen gleich mal hinein. Mit dem ausgemachten Mäusegulasch aus der Dose können wir nämlich von Feinkost Kanalski zaubern wir wirklich schnell und lecker leckere Mäuseserviervorschläge in den Bereich des Machbaren. So, wir haben hier eine richtige Dose am Start. Die ist aus Metall gefertigt. Das heißt also täuschend echt zu einer Konserve. Beziehungsweise es ist eine Konserve, die hier an den Start geht. Und wenn ihr das als Mitbringsel zu der nächsten Party oder zu euren Schwiegereltern mitbringen solltet, ist das, glaube ich, ein perfektes Mitbringgeschenk. Und für die Singles da draußen ist es auch eine sehr guten Mittagsersatz geeignet. So, jetzt schauen wir mal an, wie die Dose so aufgebaut ist. Wir haben erstmal hier Mäusegulasch aus der Dose. Feinkost. Kanalski. Habt ihr auch schon gemerkt? Kanalski. Ne? Aus artgerechter Kölner Kanalisationshaltung. Kanalski. Ne? Da ist schon ein Wortspiel in der Feinkost-Firma mit drin. Also, ja. Und 100% natural. Sehr schön. Die Sache wird produziert von Bibi Products OÜ. Das ist aus Estonia und made in Deutschlands Kanalisation. Hier steht ja noch ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf. Das heißt also, wir können die ungefähr ein Jahr auch dann bei uns dann lagern, bis sie dann auch verzehrt werden sollten. Wir machen jetzt mal eine leckere Dose aus und schauen uns an, ob der Hersteller auch Mäusegulasch aus der Dose hier gut untergebracht haben sollte. So, okay, Dose ist perfekt zugeschweißt. Es gibt hier einen Schnellöffner. Wir werden ihn jetzt öffnen und schauen uns an, wie uns das Mäusegulasch da drin gut tun wird. So, einmal umklappen, dann ziehen wir an der Lasche und ha! Da kommen die Mäuse uns entgegen. Ein bisschen schade ist natürlich, dass sie der Hersteller jetzt, also ich glaube, jetzt merken wir alle, dass hier Schaummäuse drin sind, beziehungsweise
leckere Haribo süße Mäuse drin sind, die, glaube ich, auch vielen Menschen da draußen schmecken werden. Aber schade ist eigentlich, dass sie hier diese Dose mit einer ganzen Haribo-Ballerung gemacht haben, weil es wäre viel cooler gewesen, finde ich, wenn die Mäuse jetzt hier wirklich frei drinne gewesen wären. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein Hygieneding gewesen ist, um dort dann dagegen anzugehen und dort die Hygienevorschriften vielleicht hinzukriegen. Ich weiß es jetzt nicht, müsste man mal recherchieren. Aber was ist drinne in unserem besagten Mäusegulasch aus der Dose? Einmal Haribo süße Mäuse, bitte. Die Kalorien hier, wenn ihr die Intus haben solltet, es ist eine 200 Gramm Packung, die liegt bei 363 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das heißt, wir sind dabei 750 Kilokalorien, wenn wir die aufbuttern. So, das heißt, wir packen jetzt mal die Mäuschen, die wir hier in der Dose haben wollen, auch mal da rein. Weil ich finde, dass so wäre das viel, viel schöner, als wenn die jetzt in der Plastikverpackung sind. So, so finde ich, macht es noch mehr Spaß. Nur leider ist das Ding ja natürlich nur einmal öffnbar. Das heißt also, ja, der Fun-Faktor ist durch die Verpackung da drinnen noch ein bisschen getrübt worden. Aber es wäre jetzt richtig cool, wenn die Mäuse so drin gewesen wären, hätte man reingreifen können. Und da kommt schon das erste Mäuschen uns entgegen. Und es freut sich sehr, dass wir es jetzt verspeisen dürfen. Ich werde jetzt mal das Mäusegulasch aus der Dose probieren. Lecker. Das ist leckeres Mäusegulasch aus der Dose. Echt voll geil. Wundervoll. Super Party-Gag. Wirklich. Super schmackhafter Party-Gag. Und das gibt es bei Babu. Babu ist eine große Online-Plattform, die diverse Sachen vertreibt. Wirklich coolen Stuff, wie zum Beispiel hier das Mäuse- und Rattengulasch aus der Dose. 200 Gramm sind drinne. Ist eine kulinarische Leckerei von Feinkost Kandalski. Perfekt für jeden Anlass. Es ist ein Spaßgeschenk und es kommt in einer täuschend echten, nicen, tollen, klasse, derben Verpackung daher. Wo es das gibt, schaut in die Beschreibung dieses Videos. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.